Morgen. Sonne scheint, es ist früh. Wir haben heute 21.08.2024. Und es ist 7 Uhr morgens. Oh, es ist wieder mal Gamescom-Zeit. Und diesmal bin ich nicht alleine. Ich bin nie alleine, aber dieses Mal habe ich diesen Sonnenschein bei mir. Ich habe diesen Sonnenschein vor 2 Minuten geweckt. Ja. Ich gehe mich jetzt schminken. Hochmotiviert und sehr müde. Ja, weiß ich nicht. Geht's in den Tag. We ready, more or less. Anna noch nicht. Mhm. Anna ist dabei. Anna hat noch 20 Minuten. Ich hab Hunger. Ich muss unbedingt zu einem Bäcker. Bin hyped. Bin sehr hyped, Leute. Und ich muss auf jeden Fall noch mehr Wasser trinken. Sonst überleben wir den heutigen Tag nicht. Wir schauen, wenn die Ventilator. Ventilator. Also wir sind jetzt wirklich ready. Sehr ready. Ready, ready. Ja, dann muss man Zähne putzen und die Katze muss noch kacken gehen. Mhm. Ja, boah, riecht's hier unangenehm, Alter. Mal Frühstück holen und dann geht's los. Hab Bock. Hallo. Jetzt hast du noch gar kein Mikrofon, egal. Wir sind jetzt da, Köln, also Reutz. Die Gamescom, ich kann gar nicht glauben. Ich bin noch nicht fertig. Hi. Was, Halle? Yeah, oh my god. Wir sind zu vier. Let's go. Wie gehen wir da jetzt hin? Games. Amazon Games. Geh. Hi. Ich habe mal dieses Amazon-Logo analysiert. Oh. Und zwar, da ist ja so ein Pfeil. Da soll ja ein Lächeln ins Gesicht irgendwie sein. Aber wisst ihr, was das eigentlich ist? Da ist, das hängt beim A an und hört beim Z auf, der Pfeil. Weil du von A bis Z alles bekommst bei Amazon. Alter. Hashtag Gestaltungswissenschaft. Kannst du gar nicht mit dem Flow gehen. Hier geht's runter und hier geht's hoch. Dann, jetzt muss man einfach switchen. Das ist voll doof. Kann ich sagen. Wir haben mal hier reingegangen. Alle vier. Ich hab gar keine Ahnung, wie dieser Mensch aussieht, Dennis. Hello. Ich hab so ein bisschen die Hoffnung, dass ich einfach angesprochen werde. Ach, da bist du ja, Linda. Hi. Ist gratis drinks? Ja. Der Kaffee ist mir wirklich zu krass. Ich muss schon pinkeln. Ja, same. Aber mehr Koffein. Das ist aber auch Koffein. Ja, aber das ist nicht so krass wie Kaffee. Ich habe morgen, wir haben 6,5 Stunden geschlafen. Und ja, ist einfach früh. Hi. Zurück in der Businesshalle, also wir waren nie raus. Wir sind jetzt unterwegs mit einem Management, einer Agency. Und wir gehen jetzt zu Capcom. Monster Hunter Wilds. Wilds. Businesskram. Ich habe immer, ich muss picken. Also ein ganz normaler Gamescom-Tag. Ja. Wir sind in Halle 9 angekommen. Laufen wir zu Capcom. Ja, einmal geradeaus haben wir Monster Hunter. Wild. Nicht Wild, Wilds. Hier ist SK Gaming, meine neuen Freunde. Mit denen habe ich letztens geshootet, aber ich habe eigentlich gar keinen Bock. Ich habe Bock, Spaß. Obwohl, hier ist eine mega lange Schlange. Ich finde so eine lange Schlange. Und wir können einfach dran vorbei. Ich bin nicht immer die gleichen Leute, Vorsicht! Die können auf mich aufpassen, ja? Ja, die Schlange ist geisteskrank. Die können auf mich aufpassen. Ich hab's geschafft, die Mission zu spielen. Andere Personen nicht so. Hey, erstes Mal. Aber auch nur, weil ich bin, ja, na, wie ich auch heute schon gesagt habe, hauptberuflich Fuchs und hab keinen Bogen genommen, sondern ein schnelles Schwert. Ich hab einen Bogen genommen. Wir gehen jetzt wieder in die Businesshalle. Da ist ja mein Schwester. Mein Süßer. Der wo waren wir jetzt? Ich bin ja auch Fuchs. Ne? Genau. Und was ich danach sagen wollte, weiß ich nicht mehr. Ich hoffe, man hört dich. Wenn ich nicht, mach das Zylinder im Cut. Ich schreie einfach ein bisschen rum. Okay. Ja. Hi. Geht's weiter? Ich hab keine Ahnung, was der Plan ist. Rarität. Diesen Bogen
Brunne war, noch so leer zu sehen. Ja. Wir gehen jetzt in Halle F3, Coworking Space, der am Bereich, wo die Creator hin dürfen. Und dann, ja, wollen wir, ne? Also wir machen jetzt ein bisschen Stuff. Gut, gut. Okay, let's go. Jetzt ein bisschen Zeit haben zu reden. Filmst du noch? Wir versuchen jetzt irgendwie da hinzukommen. Ich habe aber auch schon gespottet, L3. Ich bin nämlich nebenberuflich Adler. So gut sehen kann. Nicht so wie die Anna. Anna ist ein Maulwurf. Ja. Maluen. Gleich geht's weiter. Yay. Yay. Letztes Jahr da Leute reingesetzt. Mal ehrlich, ne? Willkommen zurück, wir sind hier in Halle. Not sponsored. In Halle. Werbung. Nicht selbst ge... Ist gar nicht gekauft. Gekauft, aber, ja, aber ihr wisst. No sponsoring. Aber, ein Bibi. Praktisches Zwischenwasser. Ja. Business Halle. 4-1. Mein Bruder und ich waren noch nie auf der DevCon. Von denen habe ich noch Sticker. Das sieht so Business aus. Wollen wir mal da reingehen und gucken. Man muss nämlich mutig sein. Da steht DevCon mit Tennis Only. Scheiße. Okay, wir kriegen keine Drinks. Alles okay. Dann let's go. Wir gehen hier lang. Es gibt so Hierarchien. Hierarchien. Hier. Von so Leuten, die in die Businesshalle dürfen. Presse. Ich würde sagen, Aussteller und Creator sind so auf der gleichen Stufe. CEOs. Und dann hast du Fachbesucher. Die einfach einen Haufen Geld geblecht haben dafür, dass sie hier sind. Das weiß ich nämlich auch mal. Ich habe nämlich, damit ich diesen Tag rein kann, habe ich mal damals 48 Euro geblecht. Für den einen Tag. Und da hat ein Ticket noch 8 Euro gekostet. Ich bin heute hier reingegangen. Also damals. Business. Ich glaube, ich gehe nochmal schnell pinkeln. Vodafone hat auch so einen Roboter, der ist auch ganz cool. Das Band hier, das ist hier gar nicht mehr am Zaun. Das Band macht, was es will. So. FSK 18! Nein. Schicht im Schatten. Ehrlich, ne? Xbox schon weit vorne. Mhm. Aber die haben auch viele Corporations. Ich hab voll gerülpst. Touch Sonic. Eine Probekarte von Loch. Ja, voll süß. Ach, warte, nee, hier wird nicht gehandelt. Getradet, weil es ja ein Trade ist. Ist ein Trader, ja, ein Fan. Nicht bummeln. Fange ich erstmal da an. Dann haben wir das 800er. Das ist jetzt gerade erstmal das größte Headset und das umfangreichste Headset, was wir haben. Nee, das ist nur Licht. Aber wir haben das 300er wieder. Oh. Das ist natürlich dann das Einsteiger. Ja! That's the vibe! Sieht schon süß aus. Hallo!
Vero. Schön. Day one geschafft. Fazit. War geil. Okay. Hat Spaß gemacht. Aber wir sind im Arsch. Die 6 Stunden Schlaf merkt man. Essen. Mhm. Chillen. Also, Leute, morgen wird es nochmal richtig anstrengend. Deswegen schön früh ins Bett gehen. Geht nicht ins Boot. ja, man sieht sich. Kuss. Guten Morgen. Wir haben 7.30 Uhr, Donnerstagmorgen. Konnte nicht pennen, obwohl ich am Arsch war. Heute ist der erste Tag für Besucher. Hab heute, weshalb ich so früh wach bin, einen Business Talk mit Ubisoft. Ich bin nicht bereit dafür, aber ich werde es bereuen, wenn ich es nicht mache. Heute habe ich nicht Anna dabei. Heute ist Anton dabei. Anton kennt ihn noch gar nicht. Anton ist new in the business. Das ist Anton. Hallo, wer auch immer. YouTube. Hallo YouTube. Tschüss YouTube, wir sehen uns später, wenn ich nicht mehr so aussehe. Wir machen jetzt was gegen mein Gesicht. Hallo, Tag 2 Gamescom. Wir sind da, der Anton mit seinem Gewinnerfrühstück. Wir müssen ganz schnell rein, ich muss nämlich auf Toilette. Und in einer halben Stunde ist ein wichtiger Talk. Schön, ne? Video? Ist auch immer ein YouTube-Video. Hallo, wir sind hier mit Razer. Cool, oder? Das Blue. Wir haben gerade einen TikTok gedreht. Ja, mit Sally. Ja. Hallo. Hallo. Hallo, wir sind hier mit Razer auf der Gamescom. Ich bin Pix. Und ich bin The Peachy Fox. Und wir versuchen jetzt gegenseitig zu erraten, was der andere für einen Videospielcharakter malt. Boah, wie sehen meine Haare aus? Oh Gott. Hier haben wir noch Lofrey. Lofrey. Ja, wir sind jetzt ready. Jetzt geht's weiter, würde ich sagen. Vlogging und so. So, Fabio gefunden vor so 3 Stunden oder so. Und ich bin die ganze Zeit nicht mehr am Vloggen. Aber wir gehen jetzt Assassin's Creed gucken. Ich wollte Mittelfinger zeigen, aber dann dachte ich, ich weiß nicht, ob ich das da. Hat schon Stil. Doch. Mittelfinger ist immer nice, aber so machen. Ja. Wo ist Anton? Da ist Anton. Was geht ab? Wir müssen Assassin's Creed gucken und Pipi machen und wir müssen dahin. Was bedeutet, dass ihm einer in den Fels überwirkt? Ach, ihr auch hier. Tag 3 auf der Gamescom. Heute mit Fabio an meiner Seite und meiner guten, tollen Assistance. Hello! Heute haben wir einen Stream. 16 Uhr bei Gamescom LAN. Es ist windig, hört ihr das? Ich höre es. Let's go! Wo gehen wir eigentlich hin? Ich weiß nicht, nein, das ist gut so. Ich brauche das. Okay. Ich brauche das. Sie mag das. Hi. Hi. Weitwinkel? Jetzt. Hi. Hi. Wir haben gerade ein Interview gegeben mit einer Parfümmarke. Die blende ich euch nicht ein. Spaß. Wow. Ich sehe keinen so oft wie Hugo. Der läuft mir nochmal viel. Der läuft mir 5 Mal am Tag über den Weg. Ja, ja. Wir gehen alle 2 zum Marktpoint, sagen einen Boy Hallo, den wir am Mittwoch kennengelernt haben. 800 Euro. Der hat uns Controller und so gezeigt. Und da gehen wir jetzt hin, sagen Hallo, sammeln noch den Sandro ein von gestern. Und dann TikTok-Content. Das war ein bisschen cringe. Let's go. Let's go. Let's go. Back in the game. Hi. Halle 4, 2 mit den Homies. Hallo. Ja, gut, machen wir. Wir gehen jetzt in die Cosplay Village, weil wir drehen jetzt ein paar TikToks. Richtig Bock. Wir haben jetzt noch 1 Stunde 30, bis ich zum Gamescom Ladenstand muss. Nice. Cosplay Village, wir machen jetzt hier ein paar TikToks. Dann geht es weiter. Wir müssen jetzt erstmal einen coolen Cosplay haben. Weg, 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 weg. Yeah, you're the Cosplay Boy. Männers. Männers. Männers again, Männers. Wir haben überall Cosplay, aber nur hier ist die Village. Also, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, Fabio das Zepter in die Hand zu geben. Warum willst du denn jetzt hin?
Are you doing interviews? No. No. I'm vlogging. Yeah, hi. Can we interview you? We want to interview you. You see, I have a mic. Ah, okay. Okay, he's also like, okay. I thought you think that I am giving interviews. No, can I interview you? International. Okay. Fuck, marry, kill. Nintendo, PlayStation, PC. I would don't say marry, fuck marry PC. Mm-hmm. Fuck PlayStation and kill Nintendo. I'd marry Nintendo. I would fuck PC and kill PlayStation. Same as her. Einen Stream 16 Uhr bei Gamescom live. Oh, heute ist es so warm. Tag 4 bei Gamescom. Mein Make-up geht weg. Toll. Let's mal look. Und wir gehen natürlich los. Okay. Wir sind jetzt fast an der Messe angekommen. Alle sagen? Nein. Ja, heute habe ich wieder Anton dabei. Hallo. Hallo. Hallo im Internet. Internet. Nicht so, sich aussehe. Ja, wir gehen jetzt in die Messe. Ich freue mich ebenso, hier zu sein, vor allem wieder mit Sally zusammen hier zu sein. Hallo. Ich hatte gerade meinen Bühnenauftritt, wie ihr gesehen habt. Jetzt mehr im Kreator-Bereich. Ich kann den Text nicht, weil ich war nie gut in Französisch. Deswegen ist es nur dieses eine Wort. Kreator. Das war noch gut vor dem Palmus Plastik Hype. Jetzt habe ich keinen Text, kein Skript. Mango-Dings, Haremund. Seeberger eigentlich gar nicht mal so geil dafür. Aber besser Mangos als Zimtschnecken. Das Wort zum Samstag. Change my mind. Wo ist deine Kamera? Jetzt kannst du das so in Slow-Mo machen, wenn das so angeflogen kommt. So. Ist alles in Ordnung? Nein. Jetzt langweilig. Treffen wir uns mit der Lupi für ein Stündchen draußen. Connecten mit People und dann ist die Gamescom auch schon wieder fast vorbei. It's a Kieran Party. Heute ist ein sehr slowly day. Weil wir waren erst um 14.15 Uhr oder nee, 14.30 Uhr waren wir erst in der Messe. Guten Morgen, Freunde. Letzter Tag der Gamescom. Ich bin Heiser und ich habe mein Kabel von meinem Mikrofon irgendwie. Egal. Ich gehe gerade zur Messe. Ich hole mir noch was zu frühstücken. Ich habe in roundabout 40 Minuten einen Videodreh mit Samsung und Leaddesk zusammen. Einen kurzen und danach wird gestreamt. Bin ein bisschen sad, dass es vorbei ist danach. Aber ich bin sehr glücklich, wie die Gamescom bisher war. Und ich bin sehr glücklich, dass ich den heutigen Tag noch habe. Ich habe 5 Stunden geschlafen, weil ich war gestern bis 4 Uhr auf der Experience Party und ich fühle mich so viel besser als am Mittwoch und Donnerstag, wo ich nicht vorher noch irgendwie auf einer Party war. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Vielleicht bei letzter Tag. Und halt. Ja, jetzt übrigens mein Look für heute. Wir sehen uns gleich. Ach übrigens, ich war ein bisschen lost und habe nicht gefilmt so viel. Also vor allem auf der Experience Party
nicht gefilmt. Die war richtig geil, Leute. Glaubt mir, die war geil. Ich habe generell gestern nicht so viel gefilmt. Wenn Nana nicht dabei ist, meine treue und tolle Assistentin, weiß nicht, dann war ich irgendwie nicht so motivated. Egal, egal. Dafür jetzt nochmal heute. Ich meine, ihr habt ja eh genug gesehen. Gibt ja sowieso 100.000 Videos, was da so ist. Ich muss euch das nicht alles nochmal zeigen. Anyways, Kuss. Hi. Oh, ihr auch hier, was ein Zufall. Ich bin hier mit dem Alex. Ja, ich bin hier mit der Linda. Nee. Wir sind bei Samsung. Ja, aber Alex ist von Lieb, das ist übrigens Kooperationspartner und so. Richtig geil, wir haben gerade hier Content gemacht. Ist das nicht nice? Mega nice. Ja, gestern nichts früher am Party, das war hart reingeschallert. Ich habe früher gedippt. Ich nicht. Ja, das Leben könnte schlimmer sein. Es könnte halt auch keine Gamescom sein. Es könnte auch keine Gamescom sein. Keine Gamescom ist halt doof. Keine Gamescom ist doof. Das ist das Wort zum Sonntag. Ja, legit. Das ist ja lustig, weil wir Sonntag haben. Hi. Hallo. Wir sind durch. Ja, körperlich und geistig. 18.20 Uhr, es reicht. Es reicht. Es war schön. Es war schön. Es war sehr schön. Anstrengend, aber sehr schön. Sehr, sehr anstrengend, aber sehr, sehr schön. Ich hoffe, das Video hat euch irgendwie irgendwo unterhalten. So ein bisschen. Und den Einblick eines weirden Content-Creators, Lifestyle-Content-Creators. Gerade noch gestreamt ein bisschen. Das habe ich jetzt nicht gefilmt, weil juckt auch nicht. Habt nicht so viel verpasst. Nee, also heute habt ihr echt nichts verpasst. Naja, anyways, es war schön. Wir haben sehr, sehr viele Leute kennengelernt und sehr viel connected. Und jetzt ist die Gamescom vorbei. Vielen Dank. Ich freue mich auf 2025. Hoffentlich wieder als Creator. Ja. Ja. Kuss. War wunderschön. War schön, ne?